Türkei-Wahl. Rund 60% der in Hamburg lebenden Türkinnen und Türken wählen Erdogan. Anwohnerfreiraum. Eignet sich der Billhorner Platz als Ort der Begegnung? Gratis Internet, keine flächendeckende WLAN-Versorgung in Hamburg. Die Wahl in der Türkei erhitzt auch in Hamburg die Gemüter. Zwar wird es Ende Mai eine Stichwahl mit Herausforderer Kılıçdaroğlu geben, doch in der Nacht auf Montag haben viele die ersten Zwischenergebnisse bereits als Sieg Erdogans gewertet. Hohe Polizeipräsenz vor dem türkischen Konsulat in Hamburg. Einige Menschen sind zusammengekommen, um zu feiern. Trotz anhaltender Kritik am türkischen Präsidenten erfreut sich Erdogan bei vielen in Hamburg lebenden Türken großer Beliebtheit. Wahlberechtigt sind alle über 18-Jährigen mit türkischer Staatsbürgerschaft. Das ist sehr, sehr spannend gerade. Aber wir wissen, dass Erdogan es machen wird. Inshallah. Und ja. Solange Gott mit uns ist, wird nichts passieren. Erdogan wird das machen. Also ihr müsst auf meine Worte vertrauen. Ich meine, der Zustand der Türkei gefällt manchen nicht. Wir sind damit super zufrieden, Recep Tayyip Erdogan. Wir sind mit ihm zufrieden. Wir hoffen, er ist noch lange Jahre mit uns. Die Ergebnisse sind zwar sehr knapp, aber die Wahlen, unsere Stimmen in Deutschland, in Europa, das sind die Ausschlaggebenden. Wir wünschen uns und wir erhoffen uns, dass Erdogan gewinnt und sind davon fest überzeugt. Ganz andere Stimmen kommen aus der Hamburger Politik. Die Vorsitzende der linken Bürgerschaftsfraktion, Cansu Özdemir, der mehrfach eine Nähe zur verbotenen PKK vorgeworfen wurde, übt Kritik an deutschen Erdogan-Anhängern. Wahlberechtigte in Deutschland, die Erdogan gewählt haben, sollten ihr Demokratieverständnis kritisch hinterfragen. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit genießen, aber zugleich für die Verfolgung der Oppositionellen in der Türkei zu stimmen, zeugt von einem kruden Demokratieverständnis. Auch hatten die Hamburger Linken Abgeordnete zur Wahlbeobachtung in die Türkei geschickt. Sie berichten von hoher Militärpräsenz zur Einschüchterung und fehlenden Dokumenten. Es liege auf der Hand, dass die Wahlen nicht frei und fair waren, heißt es. Ende Mai soll der Wahlsieger in einem zweiten Wahlgang bestimmt werden. In einer Großstadt wie Hamburg stehen Wohnhäuser oft dicht an dicht. In Rothenburgs Ort wird deshalb jetzt ein Freiraum speziell für Anwohner geschaffen. Und zwar dort, wo man ihn nicht unbedingt vermuten würde. Zwischen dröhnenden Motoren auf dem vierspurigen Billhorner Mühlenweg soll ein Ort der Begegnung entstehen, der Billhorner Platz. Ein Experiment, das zeigen soll, wie man die kleine Grünfläche vor den Häuserblocks attraktiv machen kann. Der Billhorner Platz ist eigentlich schon da. Man muss nur diese Kreuzung anders nutzen. Und das machen wir jetzt diese Woche mit den Testspielen. Dass wir eine Woche, man sieht es glaube ich hinter mir, ne? Sozusagen mit Bänke und Stühle gebaut. Wir haben sozusagen auch Informationen zur Stadtentwicklung. Es gibt Abendprogramm, es gibt einen Jugendworkshop. Und man kann einfach vorbeikommen und sich das anschauen und mit uns mitmachen. Auf Schildern stehen die Visionen der Zukunft. Neue Bäume, gemütliche Sitzmöglichkeiten und mehr Gemeinschaft. Der Stadtteil soll sich weiterentwickeln, hofft auch Anwohnerin Hanna Nova. Da habe ich mir vorgestellt, dass es zum Beispiel so für Fäden ist, so für künstlerische Fäden, wie jetzt wird da zum Beispiel Musik gespielt, so dass man da vielleicht vorne an der Ecke am Platz vielleicht mal Musik spielt. Wir brauchen mehr Platz, wir müssen uns ja auch weiterentwickeln. Damit das in Zukunft möglich ist, sollen die gewonnenen Erkenntnisse und Ideen von einer Arbeitsgemeinschaft verschiedener Architekturbüros realisiert werden. Die werden dann sozusagen hier im Sommer, wahrscheinlich nach den Sommerferien, tatsächlich was bauen. Und wir hoffen und die Idee ist, dass davon eigentlich auch was bleibt. Also dass die eigentlich aus diesen vorigen Testspielen und das, was wir so mit den Leuten besprochen haben, was uns erzählt wurde, sich überlegen, was fehlt hier eigentlich oder was könnte der Platz oder der Ort noch ganz gut gebrauchen, um dauerhaft mehr Aufenthaltsqualität zum Beispiel zu haben. Und dann werden die was entwickeln und bauen und im besten Fall bleibt dann auch was davon stehen. Ein bisschen mitgestalten können auch Kinder und Jugendliche aus der Gegend, die den Ort mit einem großen Wandbild verschönern dürfen. In Hamburg wird es an öffentlichen Orten doch keine flächendeckende Versorgung mit gratis WLAN geben. Von dem Ziel, das vor 7 Jahren ausgegeben wurde, hat sich der Senat offenbar verabschiedet. Das hat einfach meinen Blick gesehen.
In der Hamburger Innenstadt bummeln und dabei gratis surfen? Seit 2016 können Hamburgerinnen und Hamburger nahe der Binnenalster über das freie Netz MobiClick kostenlos Internet nutzen. Das war der Anfang des ehrgeizigen Ziels des Senats, überall in Hamburg kostenloses WLAN anzubieten. Doch laut einer Anfrage der CDU hat der Hamburger Senat sein Ziel deutlich verfehlt. Der Senat hat gesagt, überall soll es WLAN geben und tatsächlich fehlt sehr viel WLAN. Beispielsweise wurde festgestellt, dass bei den Wochenmärkten, zum Beispiel hier in Barmbek haben wir auch einen Wochenmarkt, da wäre doch WLAN auch nicht schlecht für die Händler und auch für die Kunden, aber auch hier fehlt er noch. Hier ist der Senat noch am Prüfen, aber ganz im Ernst, warum prüft man im Jahr 2023? Eigentlich sollte man im Jahr 2023 überall WLAN haben. Wenn wir mal ins Ausland fahren, Litauen, Lettland oder auch Brasilien, da haben wir in jeder Ecke WLAN und das kostenfrei. Und warum in Deutschland nicht? Weil wir es nicht hinbekommen. Die für das Thema zuständige Kulturbehörde verwies auf Hamburg 1 Nachfrage auf bereits ausgebaute WLAN-Infrastruktur im Stadtgebiet mit über 2500 MobiClick-Zugängen. Darüber hinaus sei es nicht mehr nötig, überall kostenloses WLAN zu haben. Neben dem WLAN-Angebot gewinnt der Ausbau der immer leistungsstärkeren Mobilfunkinfrastruktur auch für den Datenaustausch immer mehr an Bedeutung. Dies umso mehr, als auch die Nutzung von Mobilfunk-Flatrates rasant zunimmt, sodass immer weniger Nutzerinnen und Nutzer auf öffentliche WLAN-Zugänge angewiesen sind. Damit hat sich der Senat offenbar vor dem Ziel einer wirklich flächendeckenden Gratis-WLAN-Versorgung verabschiedet. Die CDU dagegen fordert weiterhin den Ausbau des kostenlosen Angebots. Nach dem schweren Arbeitsunfall am Donnerstag bei Aurubis ist mittlerweile auch der dritte der verunglückten Mitarbeiter seinen Verletzungen erlegen. Das gab das Unternehmen am Montag bekannt. Während Instandhaltungsarbeiten war Stickstoff ausgetreten, dem die drei Mitarbeiter direkt ausgesetzt waren. Einer von ihnen verstarb noch am Donnerstag im Krankenhaus. Am Dienstag soll im Werk eine interne Gedenkfeier für die Mitarbeiter stattfinden. Das Unternehmen gab an, die Unfallursache gemeinsam mit den Behörden zu untersuchen. Im Anschluss sollen die Informationen öffentlich gemacht werden. Trotz des kurzfristig abgewendeten Streiks im Zugverkehr ist es am Montagmorgen deutschlandweit zu vereinzelten Zugausfällen gekommen. Nach Angaben einer Bahnsprecherin wurden nach der Absage tausende Mitarbeiter kurzfristig kontaktiert, um so viele Schichten wie möglich neu zu besetzen. Demnach seien rund 90% des Fernverkehrs gewährleistet. Im Hamburger Regional- und S-Bahn-Verkehr kam es am Montagmorgen zu keinerlei größeren Einschränkungen. Die Hamburger Hafen- und Logistik AG hat im ersten Quartal dieses Jahres einen Umsatzeinbruch von 87,7% verzeichnet. Nach Angaben der HALA seien die Einnahmen von 22,8 Millionen Euro im Vorjahr auf aktuell 2,8 Millionen Euro zurückgegangen. Grund hierfür sei vor allem der anhaltende Krieg in der Ukraine. Dieser mache sich im Containerumschlag weiter bemerkbar. Auch der sonst starke chinesische Markt sei derzeit rückläufig. Für das zweite Quartal rechne man jedoch mit einer Belebung des Marktes. Die Verkabelung der Laternen im Altonaer Volkspark hat begonnen. Nach Angaben des Bezirksamts Altona sei in einer zweiten Ausschreibungsrunde nun eine Firma gefunden worden, die die Leitungsarbeiten durchführen könne. Bereits Anfang 2022 wurden die Lichtmasten entlang der Joggingstrecke aufgestellt, die das Laufen im Volkspark auch in dunkleren Jahreszeiten ermöglichen sollte. Allerdings fehlte es bislang am nötigen Stromanschluss. Daher wurden Hinweisaufkleber an den Laternen angebracht. Laut dem Bezirksamt Altona sollen die Arbeiten bis Herbst abgeschlossen werden. Das Aufstiegsrennen in der zweiten Bundesliga bleibt auch nach dem 32. Spieltag weiterhin offen. Der HSV ging als klarer Sieger des Spieltags hervor und kann weiter vom direkten Aufstieg ins Oberhaus träumen. Hier am Volksparkstadion ist es heute sehr ruhig. Gegen 11:30 hat sich die Mannschaft zum Auslaufen getroffen und danach war frei. Die Euphorie ist natürlich beim HSV und seinen Anhängern sehr, sehr groß nach diesem Spieltag. 5:1 konnte man in Regensburg gewinnen und gleichzeitig haben die Konkurrenten aus Heidenheim und Darmstadt gepatzt. Damit schrumpft der Rückstand auf den zweitplatzierten Heidenheim auf einen Punkt und auf Darmstadt sitzt mittlerweile nur noch 4 Punkte. Das heißt, der direkte Aufstieg ist noch nicht in der einen Hand. Man muss weiterhin auf Ausrutscher der anderen hoffen. Aber da man den Relegationsplatz so gut wie sicher hat, kann man weiterhin befreit aufspielen. In den letzten beiden Spieltagen geht es dann gegen Greuther Fürth und Sandhausen. Es wird deutlich kälter bei uns und damit herzlich willkommen zu den Wetteraussichten.
Tief Benedikt ist für das Wettergeschehen im Laufe dieser Woche verantwortlich und bringt uns kalte Luftmassen aus polaren Breiten. Es ist ein regelrechter Temperaturabsturz, der da jetzt auf uns zukommt. Und mit diesem Nordwestwind kommen dann auch dichtere Wolken und einzelne Regenschauer hereingezogen. Die gute Nachricht, dieser Wetterbericht wird gut ausgehen. Zum Wochenende hin wird es wieder deutlich milder und frühlingshaft, was auch die Sonnenscheinstunden angeht. Jetzt gibt es erst einmal ein paar Wolkenfelder, die heute Vormittag immer größer werden. Dann kommen schon einzelne Schauer hereingezogen. Die Tagestemperaturen mühen sich heute nach oben, aber mehr als 14 Grad sind da kaum drin. Deutlich kälter als gestern. Es ist ein Tag, wo man dann doch die Jacke dabei haben sollte. Regenschauer ab und zu, nicht durchgehend, aber zwischendurch gibt es welche über den Tag verteilt. In Gegenwart der Schauer weht auch ein frischer Wind. Heute Abend ist es dann meistens trocken und die kommende Nacht wird richtig frisch. Temperaturen von 5 Grad am Erdboden, örtlich Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt, Bodenfrost dann auch in der Nacht zum Donnerstag. Die Tage sind jetzt erst einmal bewölkter, 12 Grad morgen nur. Das ist dann wirklich der absolute Tiefpunkt, was die Tageshöchsttemperaturen angeht in dieser Woche. Zum Wochenende wird es dann wieder freundlicher und wärmer, 18 Grad am Freitag mit 11 Stunden Sonnenschein und am Samstag haben wir 13 Stunden Sonne und schon wieder die 20 Grad Marke. Da kommt das Frühlingswetter wieder dann zurück. Allerdings gibt es jetzt erstmal die kalte Dusche. Mit den Aussichten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht.